Mein Name ist Spike von Samsara und Spike und heute gibt es das Follow-up-Video zur Hühnersuppe wie versprochen. Und zwar dreht sich heute alles um Eierstich. Das wird diesmal ein sehr, sehr kurzes Video, weil wir eigentlich so gut wie nichts machen müssen. Eine kleine Info am Rande für diejenigen unter euch, die den Begriff Eierstich nicht kennen. In manchen Kreisen ist das Ganze auch als Royal bekannt. Wir machen davon eine sehr, sehr einfache Version. Wir brauchen nur ein paar Gewürze, ein bisschen Wasser und Ei. Aber ich würde sagen, ich baue ihn um und dann könnt ihr es selber sehen. Wie ihr sehen könnt, ist es echt nicht viel. Wir haben 4 Eier, Cayennepfeffer, Salz, Pfeffer und pro Ei ein Esslöffel Wasser. Und wir fangen einfach an, indem wir die Eier aufschlagen. Die Eier jetzt würzen mit ein bisschen Pfeffer. Normalerweise nehme ich groben Pfeffer, wir haben jetzt derzeit aber keinen da. Bisschen Salz. Eine kleine Prise Cayennepfeffer für den Kick und natürlich das Wasser. Und jetzt müssen wir das Ganze nur eben verrühren. Das war's auch schon. Unsere Masse ist jetzt vorbereitet und jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten. Zum einen die schnelle Variante, die ich jetzt machen werde. Das Ganze kommt auf hoher Stufe bei einer 700 Watt Mikrowelle für 4 Minuten rein und stockt dann dadurch. Wenn ihr keine Mikrowelle zur Hand habt, könnt ihr das Ganze natürlich auch im Wasserbad machen. Einfach in einer Schale, die bei Hitze nicht schmilzt. Dann einen Topf mit Wasser, das Ganze schön heiß werden lassen, aber nicht kochen. Und dann das Ei einfach stocken lassen. 4 Minuten sind um und das Ei hat genauso gestockt, wie ich das haben möchte. Ihr könnt es sehen. Ist komplett fest und gewürzt. Und jetzt, es ist übrigens ein Wunder, dass sich das so lösen lässt. Normalerweise muss man das da rauskratzen. Brauchen wir das nur noch in Würfel schneiden. Und ich würde sagen, ich nutze ihn viel zu gerne, aber ich nutze ihn auch dieses Mal wieder. Das Ganze gibt es im Zeitraffer. Simpel, oder? Das Ganze sieht jetzt natürlich geschnitten so aus, habt ihr ja im Zeitraffer gesehen. Und das kann gleich einfach mit in die heiße Suppe gelegt werden und gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen was Besonderes. Wenn ihr das Ganze ein bisschen aufwendiger haben wollt, dann tauscht das Wasser einfach durch ein bisschen Milch aus. Würde ich auch so sagen, 4 Esslöffel, also pro Ei ein Esslöffel. Ein bisschen Butter noch dazu und wenn ihr mögt, ein wenig Muskat. Dann ist das Ganze ein bisschen hochwertiger. Uns reicht diese schnelle Variante. So oft essen wir das ja auch nicht. So schnell kann es gehen. Das war's dann auch wieder mit dem Video. Jetzt wisst ihr, wie wir hier Eierstich machen oder Royal. Einfach in wenigen Schritten. Dementsprechend viel Spaß beim Nachmachen und gerne natürlich Feedback da lassen in Form eines wohlwollenden Kommentars oder einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, oder nach unten, wenn es eben nicht. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Ich bin raus.